Das ist ein Business. Man muss es als Business betrachten, wenn man nicht irgendwann in Altersarmut enden will oder niemals auch mal irgendjemand, der bei einem trainiert und das sein Hobby zum Beruf machen will, dem das auch ermöglichen will, ja? Oder Leute unterstützen, was wir auch viel tun. Wir unterstützen unsere Sportler, dass sie an verschiedenen Wettkämpfen teilnehmen können und so weiter. Und das geht nicht, wenn man nicht auch ein Business aufbaut, dass das auch ja, trägt. Gut, ich bin René Becker von Matrix Jiu-Jitsu und ich bin noch 38 Jahre alt. Ja, mein Name ist Andreas Rech von Matrix Jiu-Jitsu, ich bin 44 Jahre alt. Kampfsport machen wir jetzt beide unser fast ein ganzes Leben lang. Die Schule an sich haben wir jetzt ziemlich genau 10 Jahre. Ich mache das immer noch als Nebenberuf. Ich mache das schon sehr lange hauptberuflich, schon über 10 Jahre jetzt. Falk haben wir kennengelernt vor knapp, nicht ganz einem Jahr. Skeptisch war mal eher mit seiner Zielvorstellung. Also wir haben unsere Ziele genannt und er meinte dann noch, ja, lass doch ein bisschen höher ansetzen. Und da war man dann skeptisch und ich habe nur so gedacht, so, ja, das schaffen wir das sowieso nicht, das wird nicht funktionieren. Ja, wurden wir letztendlich eines Besseren belehrt. Also wir haben manche Dinge sofort implementiert, andere Dinge waren wir sehr skeptisch gegenüber. Das kam dann erst später, die Einsicht, dass das vielleicht auch eine gute Idee wäre. Aber ich sag mal, wir haben diese ganze Customer Experience, wenn die Leute reinkommen oder schon Anfragen stellen, bis hin dann zum Gespräch nach dem Probetraining, dass man die Leute einfach sehr gut abholt, einen guten Service liefert, auch das Probetraining zu einem super Event für die Leute macht und dann nach dem Probetraining halt einfach gut berät und dann rausfindet, ist das was für dich, ist das nichts für dich. Und das hat vorher bei uns kaum stattgefunden. Das war ziemlich krass, muss ich sagen, weil wir eben diese ganzen Prozesse nicht hatten. Das war bei uns mehr so ein Zufall. Ja, jemand kommt zu einem Probetraining, dann hat es ihm vielleicht gefallen. Wir haben gesagt, ja, wenn es dir gefallen hat, kommst du halt einfach nochmal. Ne? Ciao. Was ich persönlich sehr oder was wir persönlich an ihm schätzen, was uns auch wir haben gefehlt hat, Falk ist halt super authentisch und nimmt auch kein Blatt vor den Mund und ist auch in der Lage, Leuten in den Hintern zu treten. Und das hilft, glaube ich, sehr, sehr viel, auch uns, weil gerade wie ich schon am Anfang erzählt habe, wir haben selbst gemerkt, wir haben viel Potenzial nach Luft nach oben und uns hat auch jemand gefehlt, der uns in den Hintern tritt, die richtigen Prozesse und Strukturen aufzeigt, den richtigen Weg zeigt und da war Falk genau im richtigen Moment da. Also es hat sich sehr, sehr viel nach dem Coaching natürlich geändert, nahezu alles im Gym. Also die Mitgliederzahl natürlich, die Leads, die Anfragen, die Prozesse, Strukturen waren auch ein ganz deutlicher Unterschied. Aber auch einfach auch die Qualität durch die Einführung von Prozessen und Strukturen, auch im Training hat sich einiges geändert. Ja. Also man kann eigentlich hat sich im Grunde alles geändert. Das denken auch, glaube ich, viele so, ja, was will der mir erzählen? Ja, ich mache schon so lange Jiu-Jitsu oder der hat auch keine Ahnung von unserer spezifischen Kampfsport. Der kennt sich vielleicht nur in seinem Gebiet aus oder so. Und ja, und dann hat man immer wieder Posts gesehen und so weiter. Und dann wird man irgendwo so drauf aufmerksam und liest mal genauer und überlegt, hey, vielleicht könnte ich mir da doch was rausziehen. Ja, Mindset ist somit das Hauptthema, was, glaube ich, jeder hat. Vor allem Leute, die so sehr tief in ihrer Bubble, in ihrer Kampfsport-Bubble, so wie wir, drinstecken. Bei uns hat es sich ja wirklich nur darum gedreht, Jiu-Jitsu groß zu machen, Leute aufzubauen, die sehr gute Wettkampferfolge erzielen können, das Team größer zu machen, unseren Namen groß zu machen, das, wofür wir stehen, aufzubauen, Leute für Jiu-Jitsu zu begeistern. Ja, also generell hat Falk auf alles eine Antwort. Er ist einfach der Experte, was das angeht. Das ist wie wenn mich einer fragt, hey, wie mache ich die und die Technik, dann weiß ich immer die Antwort, weil ich es einfach schon so lange mache, so oft gesehen habe, die Probleme, die auftreten. Ich kann das aus dem Stegreif beantworten. Und so ist es bei Falk auch, eben mit dem Thema Business, wenn man eine Schule führt, aufbaut und so weiter. Wir sind ja da quasi wie die Jungfrau zum Kind. Man will ja nur eine erfolgreiche Schule. Auf einmal wird die erfolgreicher und dann kommen ja ganz viele Probleme wie Pilze aus dem Boden, mit denen man nicht gerechnet hat. Man will ja einfach nur Spaß haben mit seinen Leuten und trainieren. Und da ist Falk einfach ein super Ansprechpartner, weil er eben alles schon gehört hat, alle Probleme kennt. Und dir zielgerichtet genau sagen kann, was du tun sollst. Und wenn du das dann umsetzt, dann klappt das einfach in jedem einzelnen Fall. Im Grunde kann man Falk jedem empfehlen, der vor allem hauptberuflich irgendwann sein Hobby zum Beruf machen möchte. Gerade jetzt im Kampfsportbereich kann ich mir kaum vorstellen, dass es jemand gibt, der schon mehr Erfahrung da gesammelt hat wie er. Und er kann einem von Anfang bis zum Ende, wenn es ein Ende gibt, einfach den Weg vorgeben und eine super Hilfe sein.